Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Alex und heute stelle ich euch das E-Bike Himibay Cruiser vor, das einige Besonderheiten zu bieten hat. Also, bleibt dran! Himibay baut nur Fatbikes. Als Cargo-Bike oder Kompaktrad, als City-E-Bike oder eben wie hier als Cruiser. Das Himibay Cruiser ist eine Art Crossover-Fatbike, eine Mischung aus Fatbike und City-Bike. Es ist komplett ausgestattet mit Schutzflächen, Gepäckträger und Beleuchtung. Sogar die Bereifung verfügt über einen Reflexstreifen. Das Cruiser rollt auf 4 Zoll breiten Stollenreifen von Kenda und wirkt insgesamt sehr robust, fast ein wenig hemdsärmelig. Der Lenker ist nicht so breit und nach oben geköpft. Daraus ergibt sich eine aufrechte Sitzposition. Die 7 Gänge der Kettenschaltung werden mit einem ungewohnten Bedienteil geschaltet. Die Plus-Taste schaltet einen schwereren Gang. Mit dem Hebel geht es dann in die leichteren Gänge. Das Cruiser Fatbike verfügt, wie fast alle E-Bikes, über eine Schiebehilfe, die bis 6 km/h reicht. Die kann durch Langdruck auf die Minustaste des Bediensatelliten aktiviert werden. Oder eben durch einen Dreh am Gasgriff auf der rechten Lenkerseite. Ungewohnt, aber intuitiv bedienbar. Die LCD-Anzeige, mitten auf dem Lenker montiert, ist sehr gut ablesbar. Sie wird mit dem Bediensatelliten am linken Lenkerende bedient und bietet alle relevanten Informationen wie Tachometer, Akkuladestandsanzeige, Gesamt- oder Tageskilometerzähler. Das Himibay Cruiser verfügt über 5 Unterstützungsstufen. Sehr praktisch ist auch die im Bremshebel integrierte Klingel. Der mächtige Scheinwerfer passt optisch sehr gut zum Fatbike. Die Stahlfedergabel mit 80 mm Federweg kann am rechten Holm in fein gerasterten Stufen blockiert werden. Am linken Holm ist es möglich, die Federvorspannung anzupassen. Sehr schick. Die Standrohre der Gabel sind schwarz eloxiert. Gebremst wird mit mechanischen Scheibenbremsen mit 180 mm Durchmesser von Tektro. Der abschließbare Akku ist beim Himibay Cruiser auf dem leicht abgeflachten Unterrohr montiert. Nachteil der großen Kapazität von 840 Wattstunden ist das große Volumen. Platz für eine Trinkflasche bleibt kaum. Vorne unter dem Unterrohr ist der Controller des E-Antriebs montiert. Die Optik wirkt etwas rustikal und fast wie frühere Eigenumbauten. Himibay gibt für den Hinterrad-Nabenmotor einen Drehmoment von 80 Newtonmetern an. Das sind etwa 30 Newtonmeter mehr als üblich. Die Kraftübertragung erfolgt über eine Kette und die 7 Gänge der Shimano-Schaltung. Der robuste Gepäckträger mit einer schön gemachten Holzplatte verfügt über tiefliegende Rails, um Taschen einzuhängen. Ungewöhnlich breit erscheint der Sattel. Zusammen mit dem geköpften Lenker
passte aber wohl gut zur eher aufrechten Sitzposition auf dem Hemingway Cruiser. Am Steuerrohr kann auch ein weiterer Gepäckträger montiert werden. Die Verarbeitung wirkt routiniert, das Bike sehr robust. Beim Hemingway Cruiser meldet ein Sensor, wenn sich die Pedalkurbel dreht. Der Controller steuert dann den Antrieb nach der gewählten Unterstützungsstufe an, unabhängig davon, mit wie viel Kraft in die Pedale getreten wird. Diese Art der Steuerung ist vollkommen legal und wird von vielen Menschen geschätzt. Der Nachteil der vollständigen Ausstattung und der robusten Machart wird an der Waage sichtbar. Mit fast 34 Kilogramm gehört das Fatbike zu den eher schweren E-Bikes. Doch dank des hohen, zulässigen Gesamtgewichts von 192 Kilogramm bleiben satte 158 Kilogramm Zuladungsreserven. Ein hervorragender Wert. Das war mein Vorstellungsvideo des Hemingway Cruiser. Den Link zum ausführlichen Artikel auf Velostrom findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo des Kanals. Ich bedanke mich, dass ihr dabei geblieben seid und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.